Was habe ich getan? Ich habe es getan. Ich habe es getan. 90.000 Euro für eine Trading-Firma ausgegeben. Welches ist? Ja, werdet ihr noch erfahren in naher Zukunft. Ist auf jeden Fall eine sehr bekannte Trading-Firma. Es wurde eben zum Verkauf angeboten. Ja. Verhandlungsspielraum gab es da leider nicht, denn man konnte sich nicht auf einen niedrigen Preis einigen. Also es ist bei 90.000 geblieben, wie es eben auch gewollt war. Aber ich habe das Ganze mal durchkalkuliert und das Ganze ist einfach, ja, in meinen Augen auf jeden Fall für die Zukunft eine ganz gute Idee, das endlich jetzt gekauft zu haben. Und ich bin da jetzt einfach guter Dinge, dass sich das in Zukunft alles ein bisschen ändern wird. Und ich denke mal, ihr werdet mir auch alle zustimmen, dass ich der Richtige dafür bin, das jetzt in Angriff zu nehmen und die ganze Geschichte jetzt einfach mal auf links zu drehen. Ein kleiner Neustart, Neuanfang das Ganze. Und ich denke mal, mit den ganzen Mitteln, die ich jetzt da zur Verfügung habe, mit den Kontakten, mit den Händlern, mit dem Lieferanten und die ganzen derzeitigen laufenden Verträge, die einfach so übernommen werden, denke ich einfach mal, dass es auf jeden Fall ziemlich einfach sein wird, sich jetzt in dem bestehenden Markt weiterhin zu stärken, zu festigen. Woran auf jeden Fall gearbeitet wird, ist der Kundensupport, denn da gab es ja in der Vergangenheit etwas Probleme, wie man gehört hat. Ich sage jetzt noch nicht, welche Creating-Firma es ist, aber wie gesagt, es ist schon eine ziemlich große deutsche Firma, die eben jetzt, ja, ihr habt es gesehen, der Kaufvertrag wurde unterschrieben. Wie kam das Ganze eigentlich zustande? Und man hat mitbekommen, das Ganze wurde angeboten zu einem stolzen Preis. Man konnte sich noch ein bisschen darauf einigen mit anderen kleinen Vertragsdetails, was man da noch ein bisschen rausholen konnte. Aber schlussendlich habe ich es gesehen, wir hatten noch mal ein bisschen Kontakt gehabt und haben das Ganze besprochen, wie es aussieht, das zu übernehmen. Und es kam dann ziemlich schnell halt auch zu der Einigung. Daraufhin wurde dann das Ganze zugesandt und wir haben zusammen in Angriff genommen. Und nach ein paar Gesprächen wie mit der Bank, mit Steuerberater, hat sich das Ganze so ergeben. Und das soll jetzt so dann der Neustart sein. Und wir krempeln das Ganze mal auf links um. Und wir schauen, wo uns die Reise hinführt, wo wir uns da festigen können. Und wir schauen einfach mal in die Zukunft. Und ich denke mal, wir haben da ziemlich gute Chancen. Gerade wir als starke Community, denke ich, kommen wieder richtig weit. Und ich hoffe einfach mal, dass wir weitere Leute mit an Bord holen, dass wir einfach die. Und ich hoffe mal, dass wir diese Firma mit dieser Community einfach noch mehr festigen können. Also seid gespannt, was da noch kommt. Ich bin stolz drauf, jetzt stolzer Besitzer nicht von dieser Scheißfirma zu sein. Also, es war jetzt nur ein April-Scherz, also hat der eine oder andere bestimmt auch schon vermutet. Natürlich ein April-Scherz das Ganze. Ich hoffe, das Ganze wurde jetzt nicht zu ernst angenommen und ich dachte mir einfach, kommt vielleicht ganz lustig an, rechnet vielleicht nicht jeder mit sowas. Und eigentlich ziemlich offensichtlich, wenn man schon auf dem Thumbnail sieht, sowas. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir einfach zu einem richtigen neuen Panovi-Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.